Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Vor rund zwei Wochen waren in den USA die Midterm-Wahlen ein entscheidender Wendepunkt innerhalb der Amtszeit eines US-amerikanischen Präsidenten. Die Midterms sind eine gewisse Tradition in den USA, die dafür sorgt, dass die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat für gewöhnlich an die Oppositionspartei, also entweder die Demokraten oder die Republikaner, wandert und dadurch die letzten zwei Jahre für das Regieren relativ schwierig werden. Etwas Ähnliches hat man für diese Midterms auch erwartet, nämlich dass die Republikaner in einer sogenannten roten Welle, die sich zumindest auch in den Umfragen abzeichnete, das Repräsentantenhaus und den Senat an sich reißen würden. Das Ergebnis war dann ein anderes. Aus der roten Welle ist dann doch mehr eine gewisse Flaute geworden. Und jetzt zeigt man in der Republikanischen Partei mit dem Finger gegeneinander auf sich, wer denn nun da wirklich dran schuld sei. Die einen sagen, das ist das republikanische Establishment, und die anderen sagen, es sei ja das ganze Lager um den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, der im Rennen ja seine eigenen Kandidaten, wenn man es so nennen möchte, hatte. Zum Beispiel Blake Masters oder Masters, um es amerikanisch auszusprechen, in Arizona oder auch J.D. Vance in Ohio. Stichwort Trump. Trump hat vor einer Woche am Dienstag seine erneute Kandidatur um die amerikanische Präsidentschaft bekannt gegeben. Er wird damit wahrscheinlich in direkte Konkurrenz zum Gewinner der Midterm-Wahlen, einem der Gewinner der Midterm-Wahlen, nämlich Ron DeSantis in Florida, seinem republikanischen Konkurrenten dann treten, also in Konkurrenz zu diesem Konkurrenten treten. Also es bewegt sich einiges mal wieder in der Politik der USA, und diese Politik ist natürlich auch gerade im Hinblick auf den Konflikt in der Ukraine, auf den Krieg, auf die sich zuspitzende geopolitische Weltlage von großer Bedeutung und auch gerade für uns in Deutschland als ja, Einflussbereich des großen Hegemons der USA. Und wie es dann auf der Lagebesprechung so üblich ist, ist, sobald es um die USA geht, dann haben wir hier immer einen zu Gast, nämlich Nils Wegner, ein ausgewiesener Spezialist für die US-amerikanischen Verhältnisse und auch jetzt für den dritten Podcast zum Thema USA haben wir Nils bei uns wieder zu Gast. Nils, ich begrüße dich zur mittlerweile dritten Lagebesprechung, die wir zusammen zu irgendwelchen Ereignissen in den USA machen. Ja, hallo Jonas, hallo, alles klar. Klar, es ist mal wieder Jahresende, wir besprechen wieder USA. Ja, und es gibt ja einiges zu besprechen. Also zum einen gibt es zu besprechen, was ich schon angedeutet hatte, diese dubiose Wahlauszählung in den USA. Man hat ja manchmal das Gefühl, dass das Wahlsystem und wie dort Wählerstimmen gezählt und erfasst werden, dann doch irgendwie eher was mit der dritten Welt zu tun hat als mit einem Industriestaat. Und dann der Prozess dann auch immer sehr lange dauert und deswegen auch noch gar keine absolute Klarheit darüber beherrscht, wer denn jetzt die Mehrheiten im Senat hat oder die Mehrheiten im Repräsentantenhaus. Wobei die Projektionen ja jetzt zeigen, dass die Mehrheit im Repräsentantenhaus für die Republikaner knapp erreicht wird. Also hier ein Wechsel der Mehrheit stattfinden wird und es im Senat wahrscheinlich auf dem Putt hinausläuft, also 50-50, und dann Kamala Harris, die Vizepräsidentin, die da einen ständigen Sitz hat, dann ja das Zünglein an der Waage ist und dadurch die Demokraten dann eine knappe Mehrheit mit 51% quasi dann im Senat haben werden. Also das ist natürlich ein Thema. Dann ist die Frage, was die Wählerdemografie anbelangt. Da wird sich ja auch schon reichlich auf Twitter drüber unterhalten.
Also wer hat Republikaner gewählt, wer hat die Demokraten gewählt, macht die Demografie am Ende den Republikanern einen Strich durch die Rechnung oder auch die ethnische Umgestaltung Amerikas, dass sich da die ethnische Zusammensetzung in den USA verändert. Also es gibt einiges an Gesprächsstoff, bevor ich jetzt mich hier weiter verliere in Monologen. Ja, erstmal ganz allgemein deine Deutung dieser Midterm-Wahlen. War es die rote Welle oder ist die rote Welle dann doch irgendwie verloren gegangen? Nein, also ich glaube, von einer roten Welle spricht schon seit einer ganzen Weile niemand mehr. Ich glaube, es wird sich eher noch darum gestritten, ob es jetzt vielleicht so ein seichtes rotes Plätschern gewesen sein könnte, weil ja doch einige, sagen wir mal, Achtungserfolge gelungen sind und eben eine zumindest vorhandene, aber jetzt nicht unbedingt überragende Mehrheit im Repräsentantenhaus errungen wurde. Aber ich glaube, davon abgesehen im Gesamtbild und insbesondere was jetzt die operative Nutzbarkeit dieses Ergebnisses angeht, muss man konstatieren, dass die Republikaner doch eine ziemlich herbe moralische und sachliche Niederlage eingefahren haben. Und das ganz besonders vor dem Hintergrund, dass es im Prinzip amerikanische Tradition ist, wie wir vor knapp einem Jahr bei unserem letzten gemeinsamen Podcast ja schon vorausschauend in den Raum gestellt haben, dass es quasi amerikanische Tradition ist, dass die Partei des jeweils amtierenden Präsidenten in dessen erster Amtszeit in den Midterms verliert. Das ist eigentlich immer so gewesen. Wir kennen das Phänomen ja auch ein bisschen aus der Bundesrepublik, zumindest diejenigen, die ein bisschen älter sind und sich noch an Bundeskanzler außer Olaf Scholz und Angela Merkel erinnern können, dass es sich von der Oppositionsbank natürlich ein bisschen besser operiert, gerade wenn man ein paar gute Populisten, wie man heute ja immer so schön sagt, auf seiner Seite hat und dass es dann in der Regel möglich ist, die nicht eingelösten Wahlversprechen der Präsidentenpartei entsprechend für sich fruchtbar zu machen und in den Zwischenwahlen, den Midterms, dann die Protestwähler auf seine Seite zu ziehen. Das haben die Republikaner in diesem Fall nicht geschafft, ganz objektiv betrachtet, definitiv nicht. Und das gibt einem schon sehr zu denken, auch wenn sie auf der anderen Seite einen besonderen Achtungserfolg eingefahren haben, indem sie die Popular Vote für sich entschieden haben. Also die Zustimmung gemessen an der Wahlbeteiligung, was seit 1992, also seit in den vergangenen 30 Jahren, nur ein einziges Mal passiert ist, dass das den Republikanern gelungen ist. Und zwar 2004 als George W. Bush für seine zweite Amtszeit kandidiert hat. Also ja, wie gesagt, es gibt auch durchaus positive Ergebnisse dieser Zwischenwahlen für die Republikaner, aber im Gesamtbild betrachtet und auf die nächsten 2 Jahre hin, ehe wieder eine Präsidentenwahl ansteht, muss man sagen, dass die Republikaner enttäuscht haben auf ganzer Linie. Nun sucht man ja wie immer den Schuldigen oder die Schuldigen. Es gibt die einen, die sagen, es war zu wenig Trump und die anderen sagen, es war zu viel Trump. Also auch, man verbindet ja mittlerweile damit auch eine inhaltliche Linie innerhalb der Republikaner, diesen viel bemühten Trumpismus. Und er hatte ja auch so seine Zöglinge, will ich es mal nennen, wie zum Beispiel Blake Masters in Arizona. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auch noch ein J.D. Vance heißt er, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür der angetreten ist, ob für einen Sitz im Repräsentantenhaus oder im Senat. Kann man das so sagen? Also beziehungsweise Ron DeSantis hat, der so als ein Gegenspieler gilt in Florida, hat ein gutes Ergebnis erzielt. Kann man das so sagen, dass Trump verloren hat, dass vielleicht seine Linie verloren hat oder ist DeSantis eigentlich gar nicht so weit weg von dieser Linie? Und ja, genau, also die Frage, war das auch eine Abstrafung für Trump oder nicht? Mit diesem ganzen Dilemma liegt im Prinzip die Tatsache zugrunde, dass das republikanische Establishment keine
keinen neuen Trump oder auch eine erneute Trump-Kandidatur wünscht. Personifiziert im Minderheiten-Fraktionsführer Mitch McConnell im Senat, der beispielsweise dem Black Masters, der in Arizona angetreten ist, die finanzielle Wahlkampfunterstützung verweigert und dadurch dafür gesorgt hat, wahrscheinlich maßgeblich, dass er eben in Arizona letztlich keinen Sieg einfahren konnte, nachdem es zwischenzeitlich sehr hoffnungsvoll für ihn aussah. Dazu muss allerdings gesagt werden, dass Ron DeSantis, über den wir auch in unserem letzten Podcast, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gesprochen haben, als einen potenziellen Hoffnungsträger der Republikanischen Partei, dass es sich bei dem eigentlich nicht um einen regelrechten Gegenspieler zu Trump handelt, wenn er dann eher zu einem solchen aufgebaut wird derzeit, beziehungsweise aufgebaut worden ist, auch von Donald Trump selbst, denn der hat den, ich glaube, man kann wohl objektiv sagen, strategischen Fehler begangen, recht früh bereits, als sich abzeichnete, dass Ron DeSantis seine Erfolgssträhne und seine allgemeine Beliebtheit in Florida halten können würde, auf Distanz ein Stück weit zu ihm gegangen ist und sich auch relativ kritisch geäußert hat, weil er in ihm einen Konkurrenten gewittert hat. Und dadurch hat er zu einer Frühpolarisierung sowohl der Republikanischen Partei als auch womöglich der republikanischen Wählerschaft geführt. Von da aus war es dann auch nicht mehr besonders weit hin zu Trumps Bekanntmachung seiner eigenen Kandidatur, die ja nun in der vergangenen Woche stattgefunden hat und wahrscheinlich niemanden so richtig überrascht hat. Also von daher muss man klar sehen, dass in diesen Zwischenwahlen jetzt im Prinzip alle Trumpisten oder von Trump unterstützten republikanischen Kandidaten letztendlich verloren haben. Mit Ausnahme von J.D. Vance, der in Ohio zum Senator gewählt worden ist. Nur muss man bei J.D. Vance eben konstatieren, dass der ein ziemlicher Wendehals ist und im Vorfeld der Wahl, die Donald Trump zum Präsidenten gemacht hat, ein vehementer Trump-Gegner war. Er hat eben dann danach rechtzeitig seine Fahne in den Wind gedreht und sich zu einem auf Trump hin ausgerichteten Mann des Volkes entwickelt. Ich meine, er war im Wesentlichen im Vorfeld ein relativ farbloser Anwalt aus dem republikanischen Mittelbau, hat sich durch nichts sonderlich hervorgetan, ehe er dann eben auf der einen Seite den meines Erachtens nicht unbedingt ganz zu Recht gefeierten Unterschichten-Roman oder seine eigene Unterschichten-Familiengeschichte Hillbilly Elegy veröffentlicht hat, über die weiße Unterschicht in Ohio und davon ausgehend auch in anderen Staaten des sogenannten Rust Belt, der unter der Deindustrialisierung sehr gelitten hat. Der hat sich also ein bisschen als Repräsentant dieses sogenannten White Trash aufgebaut oder ist als solcher aufgebaut worden, wobei man dazu sagen muss, dass in diesem Buch zwar die Situation der Menschen dort ziemlich authentisch geschildert wird, aber auf der anderen Seite durchaus spürbar ist, dass sich Vance jetzt nicht unbedingt zu einem Advokaten dieser weißen Unterschicht macht, sondern sie eher mit so einem beobachtenden, aber nicht unbedingt mitfühlenden Blick betrachtet. Also für ihn sind es zwar Menschen, das wurde in Rezensionen immer wieder hervorgehoben, dass er es schaffen würde, diese weiße Unterschicht menschlich zu porträtieren, was auch schon sehr vielsagend ist in Anbetracht der Tatsache, was für einen Bevölkerungsanteil diese Menschen stellen, dass es mal jemanden braucht, der dann als Leistung hervorgehoben bekommt, dass er es tatsächlich schaffen würde, diese Leute als Menschen darzustellen, aber dass sie aus seiner Sicht jetzt nicht unbedingt gute oder bedauernswerte und deswegen aus ihrem Schicksal herauszuholende Menschen sind, sondern er konstatiert einfach, dass diesen Leuten sehr übel mitgespielt wurde, ohne dabei groß Schuldige zu nennen, wie beispielsweise die Verantwortlichen für die Opioid-Todeszahlen, die es seit einigen Jahren in den USA und insbesondere in dieser sozialen Schicht zu verzeichnen gibt, sondern eher wie das bei politischen Darstellungen von
von unglücklichen Schicksalen so oft ist, niemand ist verantwortlich und Dinge passieren einfach. Ja, und dann stellt man das eben halt so dar und das ist alles furchtbar schlimm und meine Güte, vielleicht sollte irgendjemand mal etwas tun, aber konkreter wird es nicht. Nichtsdestoweniger und wahrscheinlich auch durch entsprechend strategisch geschultes Personal befeuert ist Vance eben damit zu so einer Art Robin Hood oder Anwalt des kleinen Mannes herausgeputzt worden und das ist ihm in der Senatswahl in Ohio jetzt offensichtlich zugute gekommen. Das ist aber durchaus niemand, auf den sich ein Donald Trump unbedingt verlassen könnte. Wie gesagt, Vance hat schon mal seine Meinung um 180 Grad gedreht und wer weiß, ob er es nicht wieder tut, wenn er von Seiten entsprechender Lobbyorganisationen oder meinetwegen dem republikanischen Establishment entsprechende Angebote oder vielleicht auch entsprechenden Druck bekommt. Es wird also sehr schwierig für Trump und sein Lager. Auf der anderen Seite muss man festhalten, dass ein nicht unwesentlicher Teil der republikanischen Basis, also ich habe da in der Regel Zahlen so um 20-25% herum gelesen, nach wie vor auf dieser populistischen Welle, wenn man sie noch so nennen möchte, schwimmen und dass es schwierig werden könnte, für Republikaner sich offen gegen Trump zu stellen. Also sicher hat es schon viele markige Unmutsäußerungen, insbesondere nach den Midterms gegeben, so dass sowohl Medienunternehmen als auch republikanische Funktionäre öffentlich bekannt gegeben haben, sich von Trump und dessen Unterstützern zu distanzieren. Und dieser America First Bewegung beziehungsweise MAGA und unter welchen Namen das nicht alles daherkommt. Nur muss man eben sehen, wie sich das letzten Endes innerhalb der nächsten 2 Jahre strukturell auswirkt und was das republikanische Establishment noch tun wird, um eben diese populistische Bewegung, die sich schon ein Stück weit in ihren letzten Zuckungen befindet, was den tatsächlichen Einfluss angeht, wie man dem eben noch einen Riegel vorschieben oder die letzten Endes fertig einhegen möchte, damit sie bei der nächsten Präsidentschaftswahl keine Rolle mehr spielt. Also abschließend, um vielleicht deiner nächsten Frage vorzugreifen, was jetzt die Präsidentschaftswahl 2024 angeht, ist auf republikanischer Seite, glaube ich, relativ klar, dass es auf ein Rennen, also vom aktuellen Standpunkt aus gesehen, dass es auf ein Rennen zwischen Trump und Ron DeSantis hinauslaufen wird und die etablierte Partei, das republikanische Establishment, wird dabei klar auf der Seite von Ron DeSantis stehen. Wie gesagt, ihm wird auch die Fähigkeit zugesprochen, viele nicht unbedingt ganz fanatische Trump-Anhänger für sich gewinnen zu können, weil er sich zumindest im Rahmen seines Aufstiegs zum Gouverneur von Florida doch als eine Art Trump in gediegener geriert hat. Also jemand, der im Prinzip die gleichen Ansichten vertritt wie Trump, aber sich besser verkaufen kann, insbesondere eben auf dem etabliert politischen Parkett, der nicht ganz so polternd und nicht ganz so buschikos und unverblümt daherkommt wie Donald Trump. Aber auf der anderen Seite hat die Ankündigung der Kandidatur von Trump in ihrer ganzen Art und Weise, sowohl inhaltlich als auch insbesondere stilistisch, formal, was viele Beobachter aus der Dissident Right, aus der Partei Freien Rechten beklagt haben, schon gezeigt, dass Trump möglicherweise aus strategischen Gründen, aber möglicherweise vielleicht auch einfach aufgrund der Ereignisse der letzten 2 Jahre mittlerweile auch dazu übergegangen ist, sich etwas weiter zurückzunehmen und gemäßigte Töne zumindest in seiner Art und in seinem Habitus anzuschlagen. Sicherlich hat es da inhaltlich auch einige, sagen wir mal, Maximalforderungen gegeben, wie zum Beispiel, dass er dass er die Todesstrafe für Drogendealer anstreben wollte. Aber ja, das ist eben halt großes Wortgeklingel und viel Getöse und wie viel davon am Ende übrig bleibt, muss man dann sehen. Also wie gesagt, republikanischerseits denke ich, werden wir entweder einen Präsidentschaftskandidaten Ron DeSantis oder einen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump sehen. Ich halte persönlich Ron DeSantis für wahrscheinlicher.
Und wer dem letzten Endes auf demokratischer Seite entgegenstehen wird, das kann man, glaube ich, jetzt noch nicht allzu gut sagen. Biden hat ja, gut, ich meine, man muss alles ein bisschen mit Skepsis betrachten, was der Mensch sagt, aber hat ja bereits vor den Midterms bekannt gegeben, dass er durchaus mit dem Gedanken spielt, nochmal anzutreten, oder dass er es nicht ausschließt oder so ähnlich. Aber es gibt da sicherlich noch einige und vor allen Dingen jüngere Vertreter der Demokratischen Partei, die sich da in Stellung bringen könnten und mit Sicherheit auch wollen. Beispielsweise ja bizarrerweise dieser John Fetterman, der in Pennsylvania gesiegt hat. Und da ist, glaube ich, noch deutlich mehr offen bei den Demokraten als bei den Republikanern. Insbesondere, weil die Demokraten sich sicherlich nicht, oder zumindest einige demokratische Strategen sich sicherlich nicht die Gelegenheit entgehen lassen möchten, jetzt noch mehr auf Minderheiten und auf Frauen zu setzen, nachdem das bei der vergangenen Präsidentschaftswahl mit Kamala Harris ja durchaus gut funktioniert hat. Bevor wir zur Demografie kommen und auch dem ethnischen Aspekt, den du jetzt schon so hast durchscheinen lassen, erst noch die Frage bezüglich der Republikanischen Partei und der Veränderungen innerhalb der Republikanischen Partei, ob sich die Partei von diesem Zeitpunkt, als sie mal der unangefochtene Hort des Neokonservatismus war, also ob diese Linie denn eigentlich nochmal überhaupt durchstoßen kann. Also du hattest ja schon gemeint, dass Ron DeSantis, wenn man es jetzt mal im Kern betrachtet und mal das ganze Getöse weglässt, inhaltlich ja dann gar nicht so weit weg von Trump steht. Ist der Zug für den Neokonservatismus bei den Republikanern abgefahren und bewegt sich die Partei mehr in so ein, ich nehme jetzt mal einfach das Label, rechtspopulistische Partei? Oder gibt es da nochmal eine Rückkehr für so klassische republikanische Politik, wie man sie aus dem Klischee kennt, die sich dann nur mit Steuererniedrigungen beschäftigt? Also mit neokonservativ meinst du jetzt nicht den George W. Bush Neokonservatismus, also Fokus auf die Außenpolitik und Einfluss einschlägiger Denkfabriken und einschlägiger ehemaliger Trotzkisten und so weiter. Naja, also ich meine, das ist eine Kombination, die man immer hatte. Ne? Man hatte diese klassische geopolitischen Aspekt in diesem Neokonservatismus, als aber auch natürlich dieses typische republikanische, sag ich mal, Standardaussage, dass das allererste, was man machen muss, ist die Steuern senken und sich Gedanken über irgendeine Krankenversicherungen zu machen, die am Ende vielleicht auch noch staatlich organisiert wird, das ist ja was für Sozialisten. Ob dieser Zug innerhalb der Republikanischen Partei endgültig abgefahren ist und ob sich halt die Republikaner mehr, sage ich mal, zu so einer klassischen Rechtspartei im Stile der europäischen Rechtsparteien entwickelt. Also du meinst eher sowas wie einen bürgerlichen Konservatismus, meinetwegen auch bürgerlichen Rechtskonservatismus. Ja, vielleicht, na, darüber hinaus wäre für die Republikaner, glaube ich, schon zu viel angesetzt, aber in diese Richtung, ne? Also mehr nach rechts, weniger Liberalismus innerhalb des eigenen rechten Ansatzes, als, sagen wir mal, mehr so einen genuin rechten, konservativen Ansatz. Ich denke, dass die Midterms relativ deutlich gezeigt haben, dass es so etwas bräuchte, um eine gewisse Massenwirkung zu entfalten, insbesondere was die Mobilisierung angeht. Die Mobilisierung insbesondere von Nichtwählern, was ja eine der durchschlagenden Erfolgsstrategien von Trump 2016 gewesen ist. Dass die Republikanische Partei dieses Signal aufnimmt und entsprechend umsetzt, halte ich allerdings für fragwürdig, weil dort die allermeisten Strippenzieher nicht aus ihrer Haut können. Also es ist schon so, dass die Republikaner im Vorfeld jetzt der Midterms sich zu ihren Ungunsten, ich hätte jetzt fast gesagt leider, aber das klingt dann immer so, als ob ich besonders große Sympathien für die Republikanische Partei hätte und mir das jetzt irgendwie persönlich nahe gehen würde. Also dass sie sich zu ihren Ungunsten an einige extrem unbeliebte Themen festgeklammert haben.
Insbesondere was eben das Vorgehen gegen aus ihrer Sicht ausufernde sozialpolitische Programme angeht. Beispielsweise haben die Republikaner dafür gesorgt, als im August der Inflation Reduction Act verabschiedet wurde, um die großen wirtschaftlichen Probleme der USA ein Stück weit einzuhegen, haben die Republikaner dafür gesorgt, dass quasi im Gegenzug der bis dahin noch geltende und aus der Corona-Notfallhilfe stammende Expanded Child Tax Credit, also ein Hilfsprogramm für kinderreiche Familien, dass der im Gegenzug gestrichen wurde. Und das ist ein soziales Hilfsprogramm gewesen, das aus der Sicht vieler, sagen wir mal, eher rassisch argumentierender rechter Publizisten der weißen Mittel- und insbesondere auch Unterschicht viel Gutes getan hat, weil mithilfe dieser, insbesondere dieses Hilfsprogramms, aber auch einiger anderer, die noch aus Hochzeiten der Corona-Krise stammen, also der wirtschaftlichen Corona-Krise in den USA, es nach langen Jahren der Ausbeutung sozusagen für weiße, insbesondere Unterschichtsfamilien erstmals möglich war, ein bisschen etwas anzusparen, eben durch diese, die Liberalen und Libertären hören das gar nicht gern, aber eben durch diese Hilfsausschüttungen von staatlicher Seite. Das ist eben als Bedingung der republikanischen Zustimmung zu diesem Inflation Reduction Act gekippt worden, Mitte dieses Jahres. Und im Wahlkampf, im Vorfeld der Midterms, hat beispielsweise Blake Masters, zu dem man eben sagen muss, dass er ein Protégé des Silicon Valley dunklen Lords sozusagen Peter Thiel ist und dementsprechend einen nicht geringen libertären Touch hat, hat laut überlegt, eventuell die Sozialversicherung in den USA zu privatisieren, was dann sein demokratischer Gegner in dieser Wahl zum Anlass genommen hat, dementsprechend gegen Masters zu plakatieren, also sozusagen schwarze Propaganda zu betreiben. Und das ist eben ein Thema, sowohl die Sozialversicherung als auch Medicare, weil es in den USA, wie glaube ich mittlerweile sich im deutschsprachigen Raum herumgesprochen haben dürfte, ein riesengroßes Problem mit der medizinischen Grundsicherung gibt, auf finanzieller Ebene. Das sind eben Themen, von denen die Republikaner einfach nicht lassen können, weil sie eben die Partei, zumindest rhetorisch, am Ende wird dann ja meistens das Gegenteil gemacht, seien wir ehrlich, weil sie zumindest rhetorisch die Partei des schlanken Staats, der Begrenzung der zumindest föderalen Befugnisse und insbesondere der Steuersenkungen sind. Die können eben, wie gesagt, einfach nicht aus ihrer Haut reden über solche Sachen, obwohl das eben im Volk überhaupt nicht beliebt ist und bis dato noch immer zu ihren Ungunsten ausgeschlagen ist, außer vielleicht in den 80ern unter Reagan. Und selbst der hat ja dann viele von dem, was er versprochen hat, nicht umgesetzt. Und ich kann mir schlecht vorstellen, dass dieses relativ verknöcherte republikanische Establishment dieses Mal die Signale hören sollte und sich entsprechend umorientieren sollte, nachdem sie es in all den Jahren davor auch nicht getan haben. Sicherlich ist es beispielsweise im Hinblick auf die Sozialversicherung so, dass dieses System, wie das in den allermeisten westlichen Sozialstaaten ist, auf Dauer ohne grundlegende Reformen nicht weiter aufrechtzuerhalten ist. Nur kommt es eben einem politischen Selbstmord gleich, darüber zu sprechen. Und deswegen ist es zumindest strategisch betrachtet ein großes Problem, wenn man das dann im Wahlkampf zum Thema macht, im Sinne einer Abschaffung oder eben einer Privatisierung, die ja ungefähr einer Abschaffung des allgemeinen Anspruchs darauf gleich käme. Deswegen wird im Zweifelsfall wahrscheinlich auch nichts an dem derzeitigen Sozialversicherungssystem in den USA gemacht werden, bis es zu spät ist und es dann irgendwann aus dem letzten Loch pfeift, aus dem Sprichwörtlichen. Und innerhalb der Republikanischen Partei hat es durchaus auch schon große interne Kritik gegeben und es ist von Sabotage geredet worden.
weil beispielsweise der Senator Lindsey Graham oder der Senator Rick Scott ähnliche Vorschläge gemacht haben, also ähnliche radikale Reformen des Sozialversicherungs- und des Medicare-Systems angesprochen haben. Ein anderes Thema ist beispielsweise die Abtreibungsdebatte. Ist natürlich für die Republikaner immer schon ein großes Thema gewesen, insbesondere als es noch eine relevante Wählergruppe im Sinne der Christian Right gab. Das hat mittlerweile auch stark abgenommen. Wir erinnern uns, unter Bush waren die Evangelikalen, die sogenannten, ja nun wirklich das Zünglein an der Waage, das einen erheblichen Machtfaktor bedeutet hat und ihm wohl auch seine erste Amtszeit wesentlich mit eingebracht hat. Aber diese Zeiten sind halt auch schon wieder seit bald 25 Jahren vorbei. Und in Anbetracht der Tatsache, dass einerseits die Inflation ein riesiges Thema ist in den USA, aber im Wahlkampf vor den Midterms nur von den Demokraten zaghaft thematisiert worden ist. Und auf der anderen Seite es für gigantische gesellschaftliche Verwerfungen in den USA gesorgt hat, dass im Sommer der oberste Gerichtshof, der Supreme Court, relativ überraschend dieses wegweisende Urteil Roe v. Wade von 1973 gekippt hat und damit den US-weiten Anspruch auf Abtreibung oder das Recht auf Abtreibung gekippt hat. Dafür ist das Thema eben auch jetzt in der Wahl sehr stiefmütterlich behandelt worden. Beziehungsweise haben sich die Republikaner wohl im vorauseilenden Gehorsam ihrer eigenen, nur geargwöhnten konservativen und pro-life, also für das Lebensrecht des ungeborenen Kindes eintretenden Wählerschaft, ja unmittelbar nach dem Sturz von Roe v. Wade sehr beeilt, dort, wo sie entsprechende legislative Macht hatten, möglichst zügig Abtreibungsverbote oder zumindest massive Einschränkungen der geltenden Abtreibungsberechtigung durchzusetzen. Also wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, gibt es derzeit 13 US-Bundesstaaten, die Abtreibung ganz verboten haben, beziehungsweise sie sehr stark einschränken. Aber das sind dann eben halt auch nur 13 von viermal so vielen, die es insgesamt gibt. Also das ist ein ebenso problematisches Thema, ein heißes Eisen, an dem man sich nur verbrennen kann, gesellschaftlich betrachtet, was für dich als Soziologen ja sicher sehr relevant sein dürfte. Aber die Republikaner können auch in diesem Fall einfach nicht aus ihrer Haut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dass dieses Verhalten deutlich zur Mobilisierung gewisser Wählergruppen der Demokraten geführt hat. Beispielsweise kinderloser Frauen. Kinderlose Frauen sind klassische Demokratenwähler, stellen mittlerweile auch innerhalb der Partei eine entsprechende Pressure Group dar und haben eben dementsprechend mit Sicherheit im Verhalten der republikanischen Parteien in den jeweiligen US-Bundesstaaten und der unklaren Positionierung der republikanischen Partei auf föderaler Ebene eine erhebliche Motivation darin gesehen, jetzt entsprechend erst einmal überhaupt wählen zu gehen und dann eben auch ihre Kreuzchen bei den entsprechenden demokratischen Kandidaten zu machen. Es gibt eine relativ aktuelle Umfrage von Pew Research, also einer Demoskopieanstalt in den USA, die eigentlich mittlerweile den Goldstandard unter den US-Demoskopie Instituten darstellt und von rechts bis links immer wieder zitiert wird, wonach eben auch das werden jetzt wiederum die Rechtskonservativen nicht gerne hören, aber man muss es eben einfach mal so sagen, wir sprechen hier ja von politischer Planung und Strategie, dass eben ein Großteil der US-Bevölkerung ein Abtreibungsverbot nicht möchte. Ungefähr 62%. Das ist keine überragende, aber eine stabile und anerkennenswerte Mehrheit. Und wenn man Wahlen gewinnen möchte, dann kann man diese 62% nicht einfach vor den Kopf stoßen. Es hat sich in dieser Umfrage auch gezeigt, dass
57% der männlichen Befragten sind für eine Zulassung der Abtreibung, dass sie also in allen beziehungsweise den meisten Fällen legal sein sollte. Das sind immer noch mehr als 50% und 66% der Frauen. Also deutlich mehr Frauen sind dafür. Da ist halt dieses My Body, My Choice Argument selbstverständlich federführend dabei. Aber ansonsten zeigt sich eben, dass es schlechterdings keine demografische oder in diesem Fall zumindest angeführte demografische Gruppe gibt, auf die sich die Republikaner bei einer kategorischen Ablehnung des Rechts auf Abtreibung, möchte ich fast nicht sagen, sagen wir mal der Zulassung einer Abtreibung, stützen könnten. Die einzige Gruppe, die mit weniger als 50% Zustimmung zur Abtreibungslegalisierung davon gekommen ist in dieser Umfrage, waren protestantische Wähler, womit wir dann wiederum bei den Evangelikalen werden. Aber die stellen eben wiederum aus demografischer Sicht mittlerweile keine sichere Bank mehr dar und auf die allein kann man sich eben nicht stützen. Man mag zu diesem Thema erstmal stehen, wie man möchte. Wenn man demokratische, auf Wahlen basierte Politik betreiben und entsprechende Macht ausüben möchte, dann muss man sich an diesen Zustimmungszahlen orientieren und wenn, also vielleicht nicht unbedingt jetzt einen 180-Grad-Schwenk vollziehen und für die Abtreibung bis unmittelbar nach der Geburt oder so etwas öffentlich Propaganda machen, aber zumindest muss man sich dann eben ein bisschen mit der Gegenpropaganda zurückhalten. Und wenn man sich solche Verrücktheiten anschaut, wie das parallel zu den Midterms so ein Gesetzesvorschlag, ich weiß gerade gar nicht, in welchem Bundesstaat das war, so ein Gesetzesvorschlag, dass es zwangsweise medizinische Versorgung für Kinder geben soll, auch für solche, die Abtreibungen überlebt haben, dass das niedergeschmettert wurde, also dass das abgelehnt und abgeschmettert wurde, das zeugt doch davon, dass diese ganze Abtreibungsthematik in den USA wirklich Blüten treibt, dass man sich vielleicht am besten komplett von dem Thema fernhalten sollte. Oder eben, wie gesagt, eine wenn man eben da dagegen ist, wenn man ja das im Großen und Ganzen als etwas monströs betrachtet. Und wenn man politisch da vielleicht langfristig vorhat, ein bisschen das Ganze einzuhegen und zu begrenzen, dass man auf jeden Fall in dem, was man öffentlich sagt und wie man in den Wahlkampf geht, da ganz vorsichtig sein muss, weil man eben damit rechnen muss, entsprechend dafür abgestraft zu werden, wenn man irgendwelche Maximalforderungen erhebt. Wie gesagt, die Gesamtbevölkerung sieht das offensichtlich anders, als es wert- oder rechtskonservative republikanische Parteifunktionäre sehen mögen. Also um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, die republikanische Partei kommt ja, wenn wir Trump als ehemaligen Präsidenten und ja so eine Art Galionsfigur der republikanischen Partei zwischen 2016 und 2020 betrachten, kommt ja von einem gewissen Populismus her, den sie aber in der Mehrheit nicht gewollt hat und der mit der Abstrafung der MAGA und America First und von Trump unterstützten Kandidaten jetzt in den Midterms auch einen deutlichen Schiffbruch erlitten hat. Das heißt, ich persönlich sehe den Populismus, den Rechtspopulismus insgesamt in der westlichen Welt in einer ziemlichen Krise und vielleicht hat er seinen Zenit bereits überschritten, was angesichts des schnellen Kreislaufs sozusagen dieser politischen Stilrichtung gar nicht so sehr verwundert eigentlich. Aber es ist eigentlich nicht der Ansatz dafür auch, aber das ist wahrscheinlich auch zu viel verlangt von den Republikanern, da noch an eine grundsätzlichere Version ranzugehen. Also wenn man sich auch gerade die Demografie anschaut oder nehmen wir einfach mal die politische Bruchlinie, die ja auch in den USA zu sehen ist. Also um welche zentralen Inhalte geht es, ne? Und da wurde in verschiedenen Formen jetzt in verschiedensten Publikationen drüber gesprochen. Der eine nennt es Somewheres gegen Anywheres, der andere nennt es Kosmopoliten gegen Konservative oder was auch immer. Aber dass da vielleicht, sagen wir mal, die politische Bruchlinie des 21. Jahrhunderts liegt,
den die Republikaner aber anscheinend nicht bereit sind aufzunehmen, aber wahrscheinlich müssten, wenn sie auf längere Zeit jetzt noch Erfolg haben wollen. Also sich vielleicht auch mehr, wenn man sich mal die Demografie oder auch in der eigenen Selbstgewissheit die Demografie anschaut, dass bei allen Versuchen, sich als diese Pluribus Unum Partei darzustellen, die das auch mit unterschiedlichen Ethnien hinbekommt, es dann doch relativ zementiert ist und die einzigste ethnische Gruppe, bei der man vielleicht ein bisschen mehr Fuß fassen kann, die Hispanics sind und da vielleicht auch nochmal herausgenommen ganz bestimmte Gruppen innerhalb der Hispanics, das ist ja auch keine einzelne unitäre Gruppe, hat man ja die Kubaner, die ganz stark in Richtung Republikaner tendieren und dann hat man aber auch wieder andere Volksgruppen aus dem lateinamerikanischen Raum, die vielleicht gar nicht so stark in Richtung Republikaner tendieren. Also um es mal ganz offen zu sagen, dass die Republikaner vielleicht auch etwas mehr die Rassefrage stellen müssen, also dass sie, ob sie es wollen oder nicht, dann am Ende des Tages dann wahrscheinlich doch hauptsächlich die weiße Bevölkerung repräsentieren werden und die Interessen dieser weißen Bevölkerung und gerade in den Bundesstaaten, wo eine weiße Unterschicht existiert, die auch gerade aus dem, wie nennt man das bei den Amis, Blue Collar Schichten kommt, also den Arbeitern mit blauem Overall. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da eine Frage drin verpackt habe oder, aber du kannst ja mal auf irgendeine Art und Weise darauf antworten. Die Frage vielleicht, ob es sich eher um eine Rassenfrage oder um eine Klassenfrage handelt. Das wäre dann jetzt schon wieder zu viel, zu weit. Also sagen wir mal so, ich denke, dass mittlerweile nicht mehr davon gesprochen werden kann, dass die Republikanische Partei die Partei der Weißen ist. Das zeigt sich auch in Midterm-Ergebnissen nach Rassen, nach Ethnien stratifiziert, weil Zugewinne, die Republikaner zu verzeichnen hatten, sich beispielsweise in den Gruppen, also in den rassischen Gruppen der Latinos, der Hispanics, auch bei den Asiaten, bei den asiatischstämmigen US-Amerikanern und sogar bei Afroamerikanern teilweise zumindest abgespielt haben. Und zwar mit einer ganz konsequenten, also zumindest haben das Exit Polls ergeben, zwar basierend auf einer, dort wo sie vorhanden war, ganz konsequenten Law and Order Antikriminalitätspolitik. Denn mein Gott, ich fühle mich fast wie Roland Koch, wenn ich das sage. Konservative gibt es eben halt in allen ethnischen Gruppen, offenbar. Und mit Sicherheit kann man auch sagen, dass durchaus ein großer Teil einer bestimmten Altersgruppe unter Hispanics und Schwarzen, Asiaten sowieso, möchte man meinen, schlicht und ergreifend ein härteres Durchgreifen gegen Bandenkriminalität, gegen Drogenhandel und so weiter und so fort sehen möchten. Und was die Demokraten, die Demokratische Partei tut, ist in der Regel, dem entgegenzuwirken, zu versuchen, indem man das alles legalisiert. Der, wenn ich es richtig im Kopf habe, einzige US-Bundesstaat, der die Abtreibung zum gegenwärtigen Zeitpunkt ohne jede Einschränkung legalisiert hat, ist Oregon. Und dort ist, entnehme ich eine Äußerung von Jim Goat, ich weiß nicht, ob das etwas überspitzt war oder ob er das tatsächlich ernst gemeint hat, ich kann es mir tatsächlich gut vorstellen, also der Publizist Jim Goat, den man mittlerweile, glaube ich, bei Countercurrents findet, der vorher auch für Tarkus Magazine geschrieben hat, etc., dass dort im Prinzip so gut wie jeder Drogenkonsum, zumindest für den Konsumenten, legal ist, was sich auch entsprechend katastrophal in der Bevölkerung auswirkt. Die Republikaner hingegen, gut, man muss nicht so weit gehen wie Donald Trump und generelle Todesstrafen für Drogenhändler fordern, auch wenn das vielleicht die Nerven auch einiger deutschsprachiger Rechter kitzeln mag.
Die versuchen dann eben mit einer Ausweitung des Polizeistaates darauf zu reagieren. Und das finden offensichtlich auch viele Angehörige anderer ethnischer Gruppen als der Caucasian Race sehr interessant. Man muss auch sehen, dass die Republikaner in Miami beispielsweise sehr, sehr stark und positiv abgeschnitten haben, wo es eben bereits einen deutlichen demografischen Überhang an Hispanics gibt. Und ich glaube, für Florida ist projiziert, dass es innerhalb der nächsten 20 Jahre, ich habe es gerade nicht im Kopf, auch ethnisch, rassisch kippen wird und es dann eine Latino-Mehrheit dort gibt. Es ist durchaus denkbar, dass sich das positiv für die Republikanische Partei auswirken könnte, falls es sie dann noch gibt. Die Republikanische Partei muss sich eben halt langsam entscheiden, was sie möchte, ob sie ihre Stimmanteile abstützen möchte, indem sie sich stärker den Minderheiten zuwendet, ob das sinnvoll ist. Und vor allem, wie sie sich gegenüber der weißen Mittel- und Unterschicht positionieren möchte. Diese von dir angesprochenen Working-Class, Blue-Collar-Wählerstimmen sind von nicht wenigen republikanischen Kandidaten im Wahlkampf vollständig fahren gelassen worden. Man hat das einfach nicht thematisiert, insbesondere mit der üblichen Ignoranz gegenüber sozialpolitischen Themen. Und diese Leute haben dann eben mitunter, beispielsweise in Pennsylvania, statt diesem seltsamen Amendment-Oz, den die Republikaner da aufgestellt haben, auch ein Trump-Kandidat im Übrigen, haben dann eben diesen seltsamen Fetterman gewählt, der sich als selbst ein kleiner Mann geriert hat, immer mit seinem schlabbrigen Kapuzenpullover aufgetreten ist und seinen hässlichen Tätowierungen. Aber der eben, wie gesagt, offensichtlich mehr den in Anführungszeichen kleinen Mann repräsentiert und auch zu dem Zeitpunkt, als er noch zusammenhängend sprechen konnte, entsprechende sozialpolitische Aussagen gemacht hat, die eine solche Wählerklientel eher ansprechen. Und die Republikaner haben klar gezeigt, besonders in Pennsylvania, dass sie mit so etwas überhaupt gar nicht umgehen konnten. Es gab dann entsprechende Kommentare von Vertretern der Republikanischen Partei, die vollkommen fassungslos waren, nachdem sich herausgestellt hatte, dass das wohlgemerkt für, glaube ich, die meisten überraschend, dass Fetterman eben in Pennsylvania tatsächlich gewonnen hat. Die dann gesagt haben, wie kann so etwas sein? Der läuft immer in einem Hoodie rum, anstatt in einem Anzug. Wie kann so jemand eine Wahl gewinnen? Ich meine, gut, das kann man natürlich, das können natürlich viele, viele gediegene Bourgeoise, nicht unbedingt nur Rechte, sondern generell viele Bürgerliche nachvollziehen. Aber wie gesagt, das ist eben auch ein Stück weit Populismus und offensichtlich funktioniert es. Man muss das ja, der sprichwörtliche Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und wenn die Demokraten es geschafft haben, in Pennsylvania damit die Wahl zu gewinnen, obwohl ihr Kandidat einen Monat vor der Wahl oder wann das war, einen Schlaganfall hatte und wahrscheinlich geistig überhaupt gar nicht in der Lage ist, sein Amt auszuführen, dann spricht es dafür, dass eben solche meritokratischen Argumente, dass letzten Endes Kompetenz über alles entscheiden sollte und nicht irgendwelche politischen Neigungen oder populistische Argumente, dass das eben halt Schwachsinn ist und dass man Wähler eben im Wesentlichen damit gewinnt, dass man sie zumindest nicht die eigene Verachtung spüren lässt. Und vielleicht auch mit teilweise etwas hanebüchenden Argumenten eben Stimmung macht, indem man sich als ihr Vertreter präsentiert. Das muss nicht immer funktionieren. In Arizona hat Blake Masters meines Erachtens einen ziemlich guten bürgernahen, nennen wir es mal, Wahlkampf abgeliefert, dafür, dass er selbst eben ja finanziell deutlich besser gestellt ist, als es ein Großteil seiner potenziellen Wähler gewesen sein dürfte. Aber dem hat dann eben wiederum der parteiinterne Rückhalt gefehlt. Es muss ein gewisses Mittelmaß geben zwischen Populismus, also offenbar muss es das. Das ist jetzt nichts, was ich postuliere, sondern was ich so wahrnehme, dass es in Amerika so ist, dass es bei den Republikanern so ist, dass man irgendwo den Mittelweg zwischen Populismus, sprich dem Appell an den mutmaßlichen Wählerwillen und ja dem scheinbar nicht zu umgehenden
Kotau vor den ungeschriebenen Gesetzen der republikanischen Parteihierarchie finden muss. Trump hat es mehr oder weniger geschafft, aus diesem goldenen Käfig der GOP auszubrechen. Aber die GOP hat offensichtlich in der Zwischenzeit gelernt, eine Wiederholung des Ganzen zu verhindern. Und nach diesen neuen Regeln ist offenbar auch der mittlerweile im Verhältnis zu 2015, 2016 deutlich gemäßigte Trump offenbar bereit zu spielen. Wir haben jetzt verschiedene Konfliktlinien ja schon angesprochen. Einmal die ethnische Frage oder wie wir es auch schon in der direkten englischen Übersetzung dann auch ohne um das Wort außen rum zu springen schon als Rassefrage dargestellt haben, dann ist es die Frage des Einkommens. Aber dann, was ja auch im Nachgang in den Auswertungen immer betont wurde, ist die Problematik und die Frage, ob die Republikaner es hinbekommen oder ob das vielleicht auch diese Trennlinie ist, die dann auch so eine Ungleichgewicht innerhalb der Macht dieser beiden Parteien sein wird, nämlich dass die Republikaner nicht wirklich einen Fuß fassen können in den urbanen Räumen. Also das ist am Ende auch ein Kampf zwischen Land und zwischen Stadt ist. Und bei der zunehmenden Verstädterung, die man hat, also warum es ganz interessant ist, was du ja auch schon als einen gewissen Erfolg dieser Wahlen hervorgehoben hat, dass sie dann trotzdem es hinbekommen haben, das Popular Vote zu gewinnen. Also dann doch die Gesamtheit, also eine mehr Wähler in absoluter Zahl hinter sich zu versammeln als die Demokraten. Aber es siehst du da eine Entwicklung, dass die Republikaner vielleicht in Zukunft auch deswegen überhaupt gar keine Wahlen mehr wirklich für sich entscheiden können, weil es dann auch endgültig zur Frage zwischen Stadt und Land geworden ist und die Verstädterung auch in den USA immer weiter fortschreitet? Also ich denke, im Wesentlichen ist die Frage Stadt versus Land mittlerweile in den USA auch eine Art verkappte Rassen- bzw. Klassenfrage. Wir erleben, glaube ich, im gesamten westlichen Kulturkreis, wie auch immer man den definieren mag, das Phänomen, dass auf der einen Seite es für Normalsterbliche, also sprich für den Mittelstand, wo er noch existiert, mittlerweile zu einem guten Teil unleistbar geworden ist, in den besseren Gegenden von Großstädten leben zu können, zumindest wenn man nicht zu horrenden Mieten leben möchte. Und auf der anderen Seite in den gleichen Großstädten eine extreme Verslummung anderer Stadtviertel stattfindet, wo eben die Unterschicht lebt, die für die reichen Leute in den guten Gegenden, die Häuser putzt und dergleichen oder eben bereits komplett nur noch von Stütze lebt. Und gleichzeitig hat bereits in den 50ern in den USA natürlich mit massiver Zunahme nach dem Erfolg der Bürgerrechtsbewegung dieses sogenannte White Flight Phänomen begonnen, dass die weiße Bevölkerung die weiße Mittel- und Unterschichtsbevölkerung, wo sie es denn konnte und wo sie finanziell dazu in der Lage war, versucht hat, von den aufblühenden schwarzen Communities in den Innenstädten wegzuziehen und sich eben im Speckgürtel von Großstädten anzusiedeln, in Vororten, dann irgendwann in den Vororten von Vororten. Aber man kann halt auch nicht ewig weglaufen. Selbst Initiativen, die es gab in den, sagen wir mal, sehr rauen und deutlich dünner besiedelten Staaten des pazifischen Nordwestens, sowas wie weiße Enklaven zu bilden. Ja, also so ein bisschen die amerikanisch gesteigerte Variante von Überlegungen, die es ja nun auch schon mindestens seit 2015 in Deutschland gibt, irgendwo in den neuen Bundesländern sich dann in solche Wehrdörfer zurückzuziehen oder sonst irgendetwas. Das funktioniert halt auch nicht endlos und wenn, dann nur in extrem unwirtlichen Gegenden, wo man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt leben möchte, wenn man nicht unbedingt darauf angewiesen ist. Ja, wir sprechen ja hier nicht nur von einer Absonderung und ein bisschen Hausen im Wald, sondern auch tatsächlich von einem möglichen, also von in ein paar
Jahrzehnten möglichen Zusammenbruch beispielsweise der medizinischen Versorgung und des Stromnetzes und so weiter. Und das ist ein Teufel, den man vielleicht nicht unbedingt an die Wand malen möchte, insbesondere wenn man gleichzeitig dafür eintritt, extrem viele Kinder zu haben, denn die muss man ja auch irgendwie durchbringen können. Also die Verstädterung, von der du sprichst, ist mit Sicherheit ein Problem, weil sie gleichzeitig mit einem schnellen und weiten Aufgehen der Schere zwischen Arm und Reich einhergeht. Es ist durchaus so, dass der US-Mittelstand spätestens seit den 80er Jahren auch durch Finanzpolitik seitens der Federal Reserve und sofort systematisch aufgerieben worden ist, was dazu geführt hat, dass dieses Auseinanderklaffen von sehr reich und sehr arm sich verfestigt hat und auch durch fiskalpolitische Eingriffe nur noch schwer bis gar nicht in den Griff zu kriegen sein dürfte. Und wenn eben die Verstädterung weiter um sich greifen sollte, und ich sehe dafür bis dato keine Gegenanzeigen, abgesehen von möglichen finanziellen Einbrüchen infolge jetzt der Weltwirtschaftskrise und der Energiekrise, dann wird sich das sicherlich noch weiter zuspitzen. Ebenso auch die Problematik der rassischen, der ethnischen Spannungen, weil es eben eine umkippende Mehrheitsverhältnisse auf immer engerem Raum geben wird und es für die gemäßigten Mittel- bis Unterschichten Weißen keine Fluchträume mehr gibt, zumindest keine, die wirklich sich als Fluchträume anbieten würden. Also da ist mit Sicherheit noch sehr viel Konfliktpotenzial vorhanden, was in der Theorie zumindest wiederum natürlich den Republikanern ein Stück weit in die Hände spielen könnte, wenn sie denn beispielsweise auf die Argumentation, auf die Law-and-Order-Argumentation stärkeren Wert in zukünftigen Wahlkämpfen legen würden. Wie gesagt, damit fahren sie offensichtlich derzeit ganz gut, auch bei ethnischen noch gerade ebenso Minderheiten. Die Frage ist, wie viel Zeit noch bleibt, um das tatsächlich in politische Strategie umzusetzen und daraus politische bare Münze schlagen zu können. Ob das nicht vielleicht in Anbetracht der Tatsache, dass es bis zur nächsten Präsidentenwahl noch 2 Jahre hin ist und es dann wieder 4 Jahre dauert, bis die nächste Präsidentenwahl kommt, ob es nicht vielleicht langsam mindestens höchste Eisenbahn ist, da entsprechende wahlkampfstrategische Schwerpunktverschiebungen zu treffen und sich eben von solchen, wie gesagt, man muss das nicht positiv finden, aber es ist nun mal eben derzeit statistisch klar erkennbar und demoskopisch von solchen unpopulären Themen wie Abtreibungsverbot und dem Zusammenstreichen von sozialpolitischen Haushalten abzuwenden, um eben dem Sicherheitsbedürfnis nicht nur der weißen Bevölkerung entgegenzukommen. Ich halte das für durchaus einen gangbaren Weg, ein Stück weit. Man muss eben, wie gesagt, auch prüfen, was die Republikanische Partei tatsächlich will, ob sie sich damit abgefunden hat, ein Stück weit, sagen wir mal, ehrenvoll zu verlieren, oder ob man tatsächlich einen etwas machiavellistischeren Weg wählen möchte und jetzt tatsächlich an die Macht zurück möchte, um die Macht dann auch entsprechend zu gebrauchen. Das ist etwas, was die Demokraten deutlich besser können als die Republikaner, und es wird mit Sicherheit einen Kampf mit harten Bandagen brauchen, um für die Republikaner dort einen entsprechenden Platz an der Spitze wieder frei zu kämpfen. Wir sind jetzt zeitlich schon ziemlich weit fortgeschritten, warum wir uns jetzt mal den Diskussionspunkt des Wahlsystems und auch wenn er noch so interessant ist, warum es da immer wieder zu Problemen in Amerika kommt, da mal einsparen. Und dann stelle ich gleich mal die finale Frage für unseren dritten USA-Podcast. Ganz kurz, wenn sich Leute dafür konkret interessieren, können sie sich ja die vergangenen 2 Podcasts, stimmt, die wir hatten, immer wieder mal erwähnt, anhören, weil wir dort so Sachen wie Ballot Harvesting und was es da nicht alles für Fachtermini gibt, aufgrund dieses verqueren US-Wahlsystems beziehungsweise der verqueren US-Wahlsysteme, weil ja gerne in Vergessenheit gerät, dass wenn in den USA gewählt wird, das nicht so ist, wie wenn in der Bundesrepublik gewählt wird, sondern eher wie wenn in der EU gewählt wird.
da haben wir schon einiges davon angesprochen und das sind eben Probleme, die schon sehr lange existieren und auch mit Sicherheit noch weiter existieren werden, weil keine der beiden Parteien oder der sogenannten Uniparty, denn es gibt ja auch die nicht ganz seltene Ansicht, dass das letztendlich im Prinzip bloß zwei Flügel der gleichen Partei seien, die sich eben regelmäßig abwechseln, wenn es um die Machtpositionen geht, weil dort niemand ein wirklich fundamental revolutionäres Interesse daran hat, das zu ändern. Ja, wie gesagt, wenn wir das Thema jetzt beiseite lassen, dann ist nichts verloren, denn wie gesagt, bei unseren vergangenen zwei Podcasts, die sich ja auf eurer Website leicht aufspüren lassen, kann man schon einiges darüber hören. Ja, Nils sagt es genau richtig, also wen das nochmal interessiert und er hat die vorigen Podcasts nicht gehört, dem sei dann Podcast 1 und Podcast 2 von uns zu den USA empfohlen, der würde da etwas fündig werden. Genau, das bringt mich dann zur letzten Frage, nämlich, ja, mit was für einer USA ist jetzt in den nächsten 2 Jahren zu rechnen und ja, wo wird sich die USA in der nächsten Zeit dann weiterhin bewegen? Also mit welchem, weil sie ja immer noch, zumindest für Westeuropa, den Hegemon darstellt, ja, mit welchem Hegemon haben wir zu rechnen? Ja, die übliche Kristallkugelfrage. Also wir stehen ja nun vor der Situation, dass wir ein Republikaner geführtes Repräsentantenhaus haben und einen mit einer, glaube ich, ziemlich hauchdünnen Mehrheit Demokraten geführten Senat. Was dazu führt, dass sich diese beiden Kammern auf föderaler Ebene gegenseitig blockieren können. Und das wird es wurde zumindest im Vorfeld ziemlich laut verkündet, wenn sich die Möglichkeit dazu ergäbe, dass man das dann auch machen würde. Die Frage ist natürlich, in welchen Bereichen? Wahrscheinlich wird es da um irgendwelche Haushalte gehen. Wie gesagt, die Republikaner sind nun mal die Republikaner und machen Republikaner-Dinge, ob sie nun unpopulär sind oder nicht. Auf der anderen Seite gibt es ja das Vetorecht, glaube ich, des Präsidenten, was Biden im Vorfeld schon im Hinblick auf mögliche republikanische Abtreibungsverbotsinitiativen ventiliert hat, nach dem Umkippen von Roe v. Wade, dass er eben nicht zulassen würde, dass die Republikaner auf föderaler Ebene ein Abtreibungsverbot anstreben und sich mit der Macht seiner präsidialen Stimme eben dagegen werfen würde. Das heißt, womöglich sehen wir als nächstes dann mal wieder Streit über Haushaltsfragen bis hin zum mittlerweile ja hinreichend bekannten Governmental Shutdown, sodass es im Prinzip die Regierungsstellen die Arbeit einstellen und alles, was staatlich bezahlt wird, erst einmal in den Standby-Modus geht. Aber die Frage ist, was das letzten Endes abwirft, abgesehen von jede Menge Frustration für die einfache Bevölkerung, bis hin zu den Präsidentschaftswahlen 2024. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass es innenpolitisch in den USA bis dahin große wegweisende Ereignisse geben wird. Natürlich kann immer mal etwas mehr oder weniger Unvorhergesehenes passieren, so wie meinetwegen der US-Rückzug aus Afghanistan oder irgendwelche Krisen wie in der Ukraine, die sich erheblich innenpolitisch auswirken. Aber allein durch die Ergebnisse der Midterms jetzt sehe ich keine großen Meilensteine für eventuelle Umschwünge in der US-Innenpolitik gesetzt und davon ausgehend selbstverständlich auch nicht in der US-Außenpolitik. Also das derzeitige amerikanische Gebaren im Hinblick auf die Ukraine beispielsweise ist, glaube ich, ziemlich unerschütterlich. Mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es allzu einflussreiche und allzu laut gewordene Stimmen für eine möglichst rasche Verhandlungslösung des Ganzen gäbe. Ähnlich verhält es sich mit der derzeitigen Politik gegenüber China. Es wird da ja viel um einigermaßen Kooperation auf Augenhöhe oder sagen wir mal eine distanzierte, aber wohlwollende Zusammenarbeit geworben. Gleichzeitig, ein bisschen so wie in der Bundesrepublik auch,
werden regierungsseitig irgendwelche Strategiepapiere verabschiedet und veröffentlicht, die jetzt China als den derzeitigen Hauptfeind der USA klassifizieren, gegen den man vorgehen müsse. Mit China befindet man sich eben aber nun mal in einer Art Pattsituation. Und ich glaube, dass sich auch in dieser Hinsicht mindestens in den nächsten 2 Jahren nicht viel tun wird, es sei denn, es gibt eben irgendein unvorhergesehenes Ereignis, irgendeine unvorhergesehene Entwicklung, was insbesondere Taiwan angeht. Darüber hinaus sehe ich derzeit keine nennenswerten Herausforderungen, denen sich Amerika auf globaler geopolitischer Ebene gegenübersehen würde. Es wird vor allen Dingen darauf zu achten sein, wie sich die weltweite Energiekrise weiter auswirkt und wie das auf den Ölpreis und dergleichen durchschlägt. Man muss sehen, wie sich das entwickelt, aber ich glaube, dass das letzten Endes auch nicht zu einer massiven inneren Destabilisierung der USA führen wird. Wenn es das könnte, hätte es das bereits getan. Zwischenzeitlich waren durchaus leichte Benzinpreissenkungen zu verzeichnen im Rahmen der Wahlkämpfe unmittelbar vor den Midterms. Man kann durchaus davon ausgehen, und darüber sind auch verschiedene Spekulationen laut geworden, dass das mit einem strategischen Anzapfen oder mit einem wahlkampftaktischen Anzapfen der strategischen US-Ölreserven zu tun hat. Und also da im Prinzip eine größere Ölmenge in den Umlauf gebracht hat, um kurz vor den Wahlen den Leuten so ein bisschen eine Anfütterung zu präsentieren. Das wird man aber sicherlich relativ schnell wieder zurücknehmen. Würden die Amerikaner massenhaft auf die Straße gehen und die Demokraten dafür verantwortlich machen, was mit den Benzinpreisen und generell mit der Inflation derzeit dort geschieht, dann hätten sie das getan. Es wird nicht von ungefähr kommen, dass dieses Thema im Wahlkampf, also zumindest das Inflationsthema im Wahlkampf, wenig zur Sprache gekommen ist, weil es schlicht und ergreifend beschwiegen werden sollte, als der derzeitige große Schandfleck der Demokraten und Präsident Bidens. In den regierungshörigen US-Medien wird ja auch ganz aktiv wahrheitsentstellende Propaganda betrieben, dass eben die Regierung und insbesondere der Präsident überhaupt nichts für die Inflation könne, sondern teilweise mit solchen absurden Dingen argumentiert, wie dass das alles auf eine Marktderegulierung zurückzuführen sei, dass die das überhaupt möglich gemacht habe, dass sich das alles so entwickle und dass letzten Endes dann quasi die Schuld von Präsident Nixon sei, weil der das entsprechende Gesetz damals unterzeichnet habe. Also dass, wie gesagt, die Dinge einfach passieren und letzten Endes niemand konkret etwas dafür kann, zumindest nicht der Präsident. Kurz und bündig, ich denke, dass die USA innenpolitisch stabil bleiben werden bis zur nächsten Präsidentschaftswahl, dass es außenpolitisch zu keinen größeren Umschwüngen kommen wird. Wie gesagt, unvorhersehbare Ereignisse, höhere Gewalt und so weiter. Dafür kann ich natürlich keine Gewähr abgeben. Und dass wir bis 2024 womöglich eine relativ, ja, politisch in Anführungszeichen langweilige Phase im Hinblick auf die USA leben werden, sodass, wer weiß, wir vielleicht nächstes Jahr um diese Zeit keinen Podcast aufnehmen. Aber ich klopfe auf Holz, irgendwas ist ja im Zweifelsfall immer. Und im Hinblick auf die immer vorhandenen, latenten, rassischen und auch klassischen Spannungen innerhalb der US-Gesellschaft wird da mit Sicherheit nicht das letzte Wort gesprochen sein. Ja, vielleicht hat es dann den zweiten George Floyd gegeben. Neues Aufflammen der Black Lives Matter Demos ist, wie du sagst, es gibt ja immer was in den USA. Gerade in den letzten Jahren. Ich glaube, da geht uns der Stoff nicht aus. Und ich danke dir, wie immer, für deine kenntnisreiche Einsicht in die US-Politik. Und wir hören uns dann wahrscheinlich wieder letztes Jahr, wie gesagt. Letztes Jahr, nächstes Jahr natürlich. Und wir, liebe Zuhörer, hören uns aber schon früher, nämlich wahrscheinlich in den nächsten Wochen wieder. Und vielen Dank, dass auch ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir hören uns, wie gesagt, dann zur nächsten Lagebesprechung. Jo.